Und weiter geht es mit Infamous. Ich weiß nicht, wahrscheinlich noch in derselben Folge, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Jetzt muss ich erstmal wieder irgendwie rauskommen. Ich bin gespannt, ob ich das schnell und einfach hinkriege oder ob das ein bisschen länger dauert. Nee, er hält sich da nicht fest. Das heißt schon mal nichts Gutes. Ach, das ist doch scheiße. Gut, dann muss ich irgendwie anders hier rauskommen. Ich muss hier auf jeden Fall raus. Ich bin doch hier reingekommen. Kann ich die Leiter benutzen? Komm schon. Ach, das ist eine Leiter, Mann. Auch wenn sie schräg ist, kann man da noch hoch. Okay, das geht auch nicht. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Hm. Das wird aber ein bisschen tricky jetzt, glaube ich. Ja, ja. Gut, ich möchte sowieso Polizisten und Diebe. Ich glaube auch, es sind gar nicht mehr allzu viele. Nee, das heißt doch gar nicht allzu viele, sondern allzu viele Missionen, die wir noch bestreiten müssen. Also hauptmissionstechnisch gesehen. Ein paar sind es natürlich noch, aber... Es hält sich mehr oder weniger auch ein bisschen in Grenzen. Was war das denn? Ach, weißt du was? Ich habe keine Zeit für sowas jetzt. Oh. Ja, das mache ich gerne, weil der gute Mann gibt mir nämlich dann auch ein paar Explosionsscherben. Das finde ich mir gut. Verheimlichst du nichts. Oh ja, bitchy, bitch, bitch. Au. So, dann wollen wir doch mal weggehen. Hier irgendwo ist es. Wahrscheinlich irgendwo, wo ich nicht dran denke, wo es sein könnte, aber man weiß es immer nicht. Ich würde es eigentlich gerne schaffen, wenn er in der Luft ist, aber das ist halt gar nicht mal so leicht. Ja, fliegt doch noch weiter weg. Meine Fresse. Ja, geh mal weg. Ach, geht doch. Ach, komm, nö. Nö, nö, da, nö, nö, da, nö. Nö. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir alles zu stressig mit euch. Kinder. So, weg. Okay, wo könnte das sein? Das ist irgendwo da drinnen anscheinend. Oh Gott, ich werde immer beschossen, ey. Die sind aber auch treffsicher, ne? Klein Halunken, ey. Oh, muss ich da wieder rein jetzt? Komm schon. Ich muss da irgendwie anders da. Oder, ne, warte mal. Kann das sein? Das ist irgendwo oben, ja. Aber wo oben? Das kann ja quasi auch hier oben sein, oder? Theoretisch. Wobei ich denke, das wird eher da drauf sein, weil das ist ja so ein Paket auf einem Gedönsding. Ja. Ja, tschüss. Guten Flug. Ja, das ist... Warte mal. Sind das die beiden? Nee. Hm. Scheiße. Wo ist das? Irgendwas, was Blick hier drauf hat. Aber wo? Du siehst da so ein blaues Schild. Wenn ich das finden würde, dann wäre schon mal cool. Ist es das? Das ist das. Das ist auf der anderen Seite. Das ist irgendwo da hinten, ja. Ja gut, stimmt. Das zeigt mir auch so ein bisschen mehr oder weniger, wo es sein könnte. Dennoch, finden muss man es dann auch erstmal, ne? Ist jetzt auch nicht so einfach. Es könnte da oben vielleicht sein. Da oben, nee. Na ja, muss ich mal gucken. Irgendwo wird es sein, weil das Paket möchte ich gerne haben. Das sind ja immer ein paar... da sind ja immer ein paar Sächelchen drin, die ich toll finde. Ich vermute mal, ich musste einfach noch ein bisschen weiter nach oben führen. Aber das werden wir mal sehen. Da. Juhu. Habe ich nämlich 5 kleine Scheibchen bekommen und zudem noch eine weitere Nebenmission abgeschlossen und das Stück gehört uns. Oh ja. Hier wird immer noch munter drauf losgeballert. Geil.
Komme ich da jetzt irgendwie hin, ohne dass sie mich treffen? Das wäre voll geil. So. Achso, jetzt muss ich ja plötzlich wieder nach oben, alles klar. Warte. So, erstmal kaputt machen. Da haben wir's. Der 14. Bezirk wird von Dustman angegriffen. Gehen Sie hin und helfen Sie. Wenn wir den Bezirk verlieren, ist die Hölle los. Okay. Oh, aber warte. Da drüben ist noch so eine... Wo ist die? Da ist sie. Na dann. Sascha und Kessler sind ein Paar geworden. Obwohl alles ziemlich normal wird, murmelt Sascha manchmal, Kessler würde nicht tun wie befohlen. Oder dass sie nicht begreift, wieso er anders sei. Scheiße. Sie meint damit... Ich hätte eigentlich gedacht, ich schaffe das. Naja, jetzt bin ich aber immerhin schon mal hier. Das ist auch eine tolle Geschichte. Ist das super. Piu, pa, pum, pa. Irgendwie hat das... Das macht immer weniger Schaden, als ich denke, ne? Ich denke immer, wow, das ist schon cool so, aber... irgendwie nicht. Ja, ja, was... Oh Gott, da ist ja noch so ein großer, ey. Gib mir Strom, au, gib mir Strom, yeah, yeah, Strom. Ich brauche ein bisschen mehr Strom, ey. Können wir nicht mal hier richtig fett Strom machen? Richtig fette Strom, Scheiße. Weil die brauchen schon ein bisschen länger, bis sie tot sind, ne? Diese dicken. Genas. Bleibt doch mal geschmeidig jetzt. Da ist noch ein bisschen Strom hier. Und mir fällt ein, ich krieg auch noch ein Schild, ne? Ist auch cool. So, mittlerweile ist er orange. Finde ich gut. So, geht auch ein bisschen den Strom hier. Und dann ballern wir weiter auf den Haus. Sollte man vielleicht zur Seite gehen. Der hat gar keine Arme mehr. So kann er keine Kekse mehr essen. Das geht nicht. Nein. Okay. So, hier ist auch zu hoch. Oh Gott, ich habe nicht noch so ein Ding. Yes, kaputt. So, du bist auch kaputt. Wo sind die anderen? Warte mal. Nee, geht nicht. Treffe ich die überhaupt? Ja, ich glaube schon. Versuchen wir da oben hochzukommen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, 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 nee. Ich gehe doch wieder lieber runter. Das ist mir alles ein bisschen zu stressig. So, der ist tot. Ist er tot? Ja. So, der auch. Wuhu, geschafft. Eine weitere gute Mission. Vollendet. Und gleichzeitig eine Mission. Und das finde ich gut. 65%. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, damit ist die natürlich geschwommen. Oh, 10 Missionen habe ich gemacht. Das finde ich natürlich sehr schön. Das war ziemlich knapp. Danke, Cole. Bitte. Und bam. Wow. Das war jetzt total beeindruckend. Mhm. Okay. 10 gute Nebenmissionen. Zack. Der Überlastungsstoß, den benutze ich zwar jetzt nicht wirklich oft, aber wenn es denn mal sein sollte, dann bin ich dabei. Ne?
Schockgranaten. Aha. Schadensminderung habe ich schon komplett. Nahkampf könnte ich noch ein bisschen machen. Elektrizität entziehen. Wenn die Anzeige vollständig gutes oder böses Karma anzeigt, mit Karma-Überlastung aktivieren von der Kurzzeit ungeschränkt. Das ist geil. Oh yeah. Das ist sowas von gekauft. Hier oder hier kommt das Schild noch. Ich glaube eher hier, weil das eine Sache ist, die kann man nicht verbessern. Glaube ich. Okay, was mache ich noch? Hierfür brauche ich mega viel. 12.000 XP. Ich weiß nicht, ob ich die noch hinkriege. Aber das werden wir dann schon irgendwie sehen. So, wir sind relativ nah an der nächsten Hauptmission. Die will ich dann nämlich auch schnell machen. Was war das nochmal? Straßenterror, ne? Ja. Mhm. So. Oh Gott. Kommt der gerade jetzt hier zu mir gerannt? Ah, hi. Meine Fresse, ey. Die Karma-Überlastung ist schon gut. Nee, ja, also doch. Ja, also ich krieg das Schild, aber das andere weiß ich auch, was es ist. Natürlich. Da krieg ich auch was Cooles. Krieg ich auch eine coole Fähigkeit. Ich sag mal, da kriege ich das, was wir am Anfang schon gesehen haben, was er gemacht hat, auf der Brücke. Oder? Ist das sowas? Kann man sagen, das ist sowas? Ja, so eine Art vielleicht. Ist auf jeden Fall cool. Aber müssen wir mal schauen. Ich bin auf jeden Fall voll. Das heißt, ich kann kurzzeitig... Mist. Diese Verrückten haben Busse mit automatischen Waffen ausgestattet. Sie schießen wie wild um sich. Wir müssen die Situation unter Kontrolle bringen, bevor das Militär Wind davon bekommt. Mhm. Wenn Sie denken, die Dustmen wollen so die Quarantäneabsperrung durchbrechen, greifen Sie ein. Ja. Sitzen die etwa den ganzen Tag rum und träumen vom Krieg? Ja. Sie wissen, was zu tun ist, Cole. Nein. So, na dann. Wenn das Problem ist, da kann ich so, glaube ich, gar nicht ran an die Busse. Ich muss mich irgendwie anderweitig da ein bisschen ranschleichen. Muss er von den Dächern kommen. Wird, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber es klappt schon. So. Und tschüss. Bus Nummer 1 ist down. Au. So, weg mit euch. Alter, hau ihn doch. Ich bin tot. Warum bin ich denn tot? Weißt du? Egal, es zählt ja trotzdem. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ah, da ist der nächste Bus. Cool. Ja, dann ist gut. So. Zack. Lalalalala. Peng, peng, puff. Die Mülltüten schießen auf alles und jeden. Die Mistkerle sind diesmal total durchgedreht. Ich habe nicht genügend Vorräte dafür, Cole. Halte sie auf, bevor es schlimmer wird. Alter, ich bin dabei. Ja, ich bin ja dabei. Bleib mal geschmeidig. Aber ich muss halt nun... Guck mal, ich bin da hinten. Da sind die Busse. Ich muss da auch erstmal irgendwie hinkommen, ne? Also jetzt mal Buddha bei die Fische. Ich glaube, wenn ich die Karma-Überlastung aktiviere, dann habe ich kurzzeitig kein Karma mehr. Also das Karma habe ich schon noch, aber dann muss ich das erstmal wieder ein bisschen aufladen. Müssen wir mal... Meine Fresse. Was ist denn los mit denen allen, ey? So, ist hier irgendwo so eine... Nee, nicht. Scheiße. Na gut. Ich müsste aber gleich irgendwo in der Nähe von so ein paar Bussen wieder sein.
Es sind ja quasi auch nur noch zwei. Und dann haben wir die Mission auch schon hinter uns gebracht. Dann müsste es erstmal wieder ein paar Nebenmissionen geben. Aber ich bin noch relativ weit weg sogar. Ich dachte, ich bin schon näher dran. Ach, komm schon, halt dich doch da fest, Mann. Weg. Oh shit, da ist der Bus. Na, jetzt mal schnell hier hoch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. And nice, Bro. Ja, das ist genau so, wollte ich das auch. So. Machen wir den auch kaputt. Ja. Da habe ich natürlich die unliebsame Aufgabe, mich um den Müll hier noch zu kümmern. Ja, der ist tot. Also. Alles klar. Yeah, yeah, yeah. Und dann kümmern wir uns mal um den letzten. Ich hole mir aber, bevor ich das mache, hole ich mir das da oben noch. Weil wenn ich schon mal hier bin, ne, kann man das natürlich auch nutzen. Für solche Sachen. So. 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 Okay. Drei Stück nur noch. Na, guck mal, das geht doch. Ach, geh weg. So, wo ist der? Ach, guck mal, der Bus ist sogar da hinten. Halt! Stopp! Die schießen von da auf mich, natürlich. Andere Probleme haben sie auch nicht, ne? Scheiße. Mann! Oh. So. Jetzt aber. Jetzt muss ich erstmal wieder zum Bus aufschließen. Und dann muss ich auf dem Dach landen und dann mache ich ihn auch kaputt und dann haben wir es geschafft. Geil. So, ich denke mal, wenn ich von hier, das müsste ich ja wohl schaffen. Ach du heilige Scheiße. Ja, das war nicht ganz so, wie ich es wollte. Kletter da einfach nur hoch. Du bist so kacke. Ich komme da nicht, ich bin tot. Wie dumm ist das denn? So, jetzt machen wir das einfach von hier. Ach, schon wieder nicht. Komm schon, deine Mutti, ey, ohne Spaß. Das ist ja wohl so behindert und nervig. Wobei, von hier komme ich auch nicht auf den Bus, oder? Ja. Ach du heilige Scheiße. Gut, der steht hier wohl einfach so. Okay, ich könnte natürlich jetzt mal kurz Karma-Überlastung nutzen. Wo ist denn der jetzt? Da. Hä? Ist er gedrückt? Ah, toll, jetzt ist sie natürlich weg, die Karma-Überlastung. Das ist natürlich scheiße. So, die Frage ist, wo fährt denn der jetzt lang? Alter Zug. So. Wenn auf den Zug drauf läuft. Durch ihre Taten sind sie böser geworden. Deine Mutter ist böser geworden durch deine Taten. Mein Evakuierungsteam ist bereit, aber das Militär braucht noch letzte Genehmigungen. Gehen Sie zum Gefängnis und schützen Sie Alden, bis Sie dort sind. Die Dustmen werden bald versuchen, ihn zu befreien. Wow, ich hab daneben geschossen. Das ist richtig cool. Mal weg. Scheiße, die will ich jetzt eigentlich noch kaputt machen, aber das ist schwierig. So mehr oder weniger mit wenig ganz gar kein Strom so.
So, ihm geht schon mal gar nicht so gut. Das finde ich natürlich super. Braucht mehr Strom, scheiße. Oh, das hat irgendwie nicht funktioniert, so wie es wollte. Ja, komm. So, Strom. Strom. Ach, guck mal, hier sticht aber gut. So. Mann, was hält der denn aus, der Arsch? Jetzt, also stirb doch einfach mal. Und hier gehen wir alle weg. So, mittlerweile ist er auch ein bisschen rot. Meine Fresse, ne? Mann. Puh. Okay. Juhu, dann würde ich mal sagen, ich springe gleich mal auf die Gleise, gehe nämlich als erstes da lang. Mach mal die drei Sachen. Was sind denn das? Schreckensbus, okay. Schreckensbus, okay. Wow, das ist ja hier. Boah. Die verschiedensten Verschiedenheiten haben wir jetzt hier zu erledigen. Cool. Ist nicht gut. Oder so. Ich glaube, ich muss in die Richtung, ne? Oder? Aber das sind. Nee, das sind mit die letzten Nebenmissionen in diesem Bezirk. Also 3 von 4, weil ich glaube, eine müsste dann noch kommen. Aber das werden wir dann sehen, weil da, wo ich hin muss, von meiner Hauptmission, müsste irgendwann noch eine Nebenmission kommen. Vermute ich zumindest. So, schwupps. Hi. Ja, hi. Die Dustmen haben einen weiteren aufgerüsteten Bus. Sie werden erst aufhören, wenn alle tot sind. Hm. Wer, alle von ihnen oder was? Hm. Naja, wir gehen mal gucken, ne? Was sie sich da für eine Hudel zusammengebastelt haben, weiß man ja auch immer nicht. Schon volles Drecksteil oder so. Ach, das ist doch scheiße. Ja, ja, halt die Schnauze, fliegt weg. So. Wo ist der Bus? Da ist der Bus. Und da möchte ich jetzt gerne... Komm schon, lande da drauf. Yes, Baby. Schub, mach ihn kaputt, mach ihn kaputt. Juhu. Jetzt hast du natürlich theoretisch noch ein paar von denen hier rumlatschen. Müssen wir mal gucken. Ich bin bei 68%. Ha. Oh Gott. Nee, behalt das bitte. Ich möchte deine Geschenke nicht haben, danke. Ich bin gleich tot. Lass mich auch ohne so ohne weiteres treffen, ne? Obwohl ich hier auf so einem fucking Busch stehe. Das interessiert die aber auch wieder nicht. So, geh mal alle weg hier. Natürlich, der eine hat's überlebt, ist klar. Boah, was ist denn? Meine Güte, ne? Jetzt muss ich natürlich auch ein paar Menschen mit Leidenschaft ziehen, aber hey, sie werden es schon verstehen. So, gut. Dann haben wir da den nächsten Bus. Wahrscheinlich, ja, was heißt wahrscheinlich? Es wird genauso sein wie das hier. Die nächsten drei werden genauso sein. Ich verstehe nur nicht so ganz, wo habe ich denn noch nichts? Ich meine, hier kann ich noch nicht hin. Ach so, oder muss ich das Stück auch noch befreien? Ja, das könnte natürlich sein, aber trotzdem müsste ich schon mehr haben. Ich bin bei 68, ich habe hier noch 4 kleine Teile. Und ich glaube, das hier, das gehört mehr hier mit zu, also das Stück hier. Aber das weiß ich nicht. Oh. Ich weiß, dass einige die Vorstellung von einem Superhelden, der für gerecht. Ja, da kann ich gerade nicht drauf achten. So, mein Karma, man sieht, das ist zwar voll, ich bin ja immer noch Vollheld. Ein Vollheld.
Aber man muss es wieder ein bisschen aufladen, bis es wirklich komplett gefüllt ist. Und dann hat man wieder unendlich Energie. Das sollte man sich echt auch für schwierige Gegner aufheben. Das macht Sinn, glaube ich. Ja, man könnte sagen, es macht Sinn. Das war mein Die Dustmen haben einen weiteren Sie töten Leute! Ja, ja, das macht nichts. Tschüss. Ach, da ist ja schon der Bus. What the fuck? Ich will aber schnell aufs Dach, damit ich auf den Bus komme. Obwohl, na, ich könnte natürlich versuchen, aber nee, das ist Quatsch. Irgendwie erst neben dem Bus oder so zu landen, ist ja auch bescheuert. Finde ich zumindest. Yay, geil, ich bin da einfach wirklich neben gelandet. Das ist natürlich heftig. Ich bin tot. Ja, wobei, vielleicht auch nicht. Ha, geschafft. Aber ich komme hier... Doch, ich komme hier hoch, warte. Eigentlich ist das auch gar nicht so schlecht, weil... Wenn hier mir nicht mehr so viel auf den Sack gehen können... Hä? 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 Warum ist er nicht tot? Jetzt... Mach das Mini-Ding hier. So, hau ihm in die Fresse, geht. Doch, alles klar. So, jetzt muss ich natürlich aber schnell den Bus hinterher. Aber jetzt ist da keiner mehr sonst dabei, der mir auf den Sack gehen könnte. Das ist natürlich eine coole Sache. Allerdings bringt der Bus zwischen mich und sich immer mehr Entfernung. Was nicht so geil ist. Ist der da unten? Da unten? Ist der da hinten, der Bus? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe oder nicht. Ja doch, da ist er doch. Da ist er doch. Und da wäre noch so ein Dingsbums gewesen, so Induktionsfeld. Na, egal. Ey, wie komme ich denn jetzt auf diesen scheiß Bus, wenn der so kacke immer fährt, ne? Ich meine, ist ja im Grunde nur noch schnell ausschalten. Bumm, zack, peng, puff, das war's. Tschüss, aber... Naja, erstmal zum Bus hinkommen, ist ja das... Die Herausforderung. Oh, scheiße, der ist ja jetzt hier, wo es gar keinen Strom gibt. Komm ich darüber, komm ich darüber, komm ich darüber? Ich komm darüber, yes. Sehr gut. Ja, hier zum Beispiel gibt es noch keinen Strom. Da habe ich den nämlich noch gar nicht umgelegt, aber sollte ich bisher auch noch nicht. Von daher ist das, wie es ist, ne? So, 71%. Jetzt explodiert das Ding natürlich noch, klar. Jetzt würde ich hier gerne zu den Schienen. So, da muss ich aber da lang. Weil ich glaube, die Schienen, die führen mich direkt dann hier hin. Hi, hi. Boah, Alter, geht mir doch nicht auf den Sack, alle Leister. Ah, nee, stimmt, wenn ich einen Gegner treffe, dann lädt sich das auf. So, du kleine Arschkrampe, was soll denn das? Geh weg. Habe ich nicht getroffen, na klar. Aha, jetzt habe ich ihn doch getroffen, komisch. Ach ja, wo ist der andere? Weißt du was? Halt die Fresse. Ach, na klar, da oben ist auch noch einer. Ah, oh, da hinten ist auch noch einer. Da ist auch noch einer, scheiße. Hau ihm doch mal die Fresse blau, mein Gott. Schnell mal ein bisschen Strom absnacken und dann bin ich aber weg hier. Ist mir zu gefährlich. Okay. Er hat sich wohl selbst terminiert. Hatte anscheinend keinen Bock mehr auf den Scheiß. So, ab hier gibt es wieder Strom, das heißt, hier kann ich wieder munter, fröhlich auf den Schienen lang sliden, wie ich das möchte. Finde ich sehr gut.
Gut, dann machen wir mal die letzte Nebenmission, die uns im Moment hier angezeigt wird. Ich finde es immer noch ein bisschen suspekt. Das heißt, dass da hinten, wo wir gerade waren, gehört, muss noch hierhin gehören, weil das macht sonst gar keinen Sinn. Es macht einfach wirklich sonst überhaupt keinen Sinn. Die Vergänglichen haben noch einen Bus auf der Straße, der alles zusammenschießt. Stoppen Sie sie. Nö. Arschkaber. Also die müsste ich ja wohl locker mal schon kalt machen können, oder? Oder irgendwie nicht. Nein, 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 tu es nicht. Mach dich nicht unglücklich, mein Freund. Okay. Strom, hier. Nein. Hä? Jungs, wo Strom ist, so unrealistisch. Jetzt bin ich tot, du blöder Kothaufen. Ja, das ist doof, tut mir leid. Ich verstehe nicht, dass ich gerade nicht ein getötet habe mit dem mit dem Megawatthammer. Stärkste Fähigkeit, die er hat, aber pff, ist egal. Also anscheinend ist sie wirklich egal. Gibt es hier Induktionskacke? Nein, gibt es nicht. Warum nicht? Ist doch doof. Boah, sind hier am Krankenhaus. Na, geil. Ich bin wahrscheinlich gleich nochmal tot, aber macht nichts. Ganz ehrlich, guck mal, die sind alle auf einem Haufen. Ich müsste eigentlich so viele von denen erwischen. Aber es interessiert die nicht. Ich habe einen getötet, wow. Beeindruckend. Ich ignoriere die jetzt einfach. Ich renne jetzt an denen vorbei. Verfolge jetzt nur den Bus. Weil das ist auch die Mission. Punkt. Da ist der Bus. So, zack. Und Bus kaputt. Yay, geschafft. Jetzt werde ich bei 74% sein. Oder auch nur bei 73%. Da fehlen ja noch 27%. Ohne Witz. Das geht gar nicht. Geht halt einfach überhaupt nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt zu der Hauptmission. Orden in Ketten. Mal gucken, was da passiert. Ich bin schon sehr gespannt. Aber ich glaube auch, bevor ich das angehen werde, werde ich noch mal eine kleine Pause machen. Kann man der retten? Der kann man retten. Sehr gut. Ich werde dann nochmal eine kleine Pause machen, bevor ich Orden in Ketten anfange und gucke, wie er dann aussieht in Ketten. Das steht mir schon super gut. Steht ihm bestimmt super toll gut. Was sich auch super toll gut versteckt. Kannst du jetzt mal, danke. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge oder in dieser Folge wieder. Möglicherweise in der nächsten, man weiß es immer nicht so genau. Und ein XP bekommen. Bis gleich oder in der nächsten Folge.